Die Vision von soLITE war, ein hochfestes Faserseil zu entwickeln, das gegenüber dem Stahlseil so deutliche Vorteile bringt, dass die für den Kranbetreiber selbsterklärend sind. Und unser Ansatz war, ein Seil zu entwickeln, das alles das, was ein Stahlseil kann, gleich gut oder besser kann. Der Hintergrund der Kernmantelkonstruktion liegt darin begründet, dass wir sowohl im Stahlseilbereich als auch im Faserseilbereich sehr starke Kompetenz haben und diese Kompetenz gebündelt haben. Bei der Entwicklung haben wir Wert darauf gelegt, dass die Sicherheit nicht kompromittiert wird. Und das haben wir erreicht durch eine sehr hohe Lebensdauer und dadurch, dass die Bruchkraft zum Zeitpunkt der Ablegereife zu 100% erhalten bleibt. Da haben wir einen Vorteil gegenüber dem Stahlseil. Die zwei größten Herausforderungen in der Realisierung von soLITE war die Integration von einer neuen Technologie in eine optimierte Stahlseilanwendung. Im Kran sind alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt und hier mit einem Faserseil reinzukommen, hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben das so gut gelöst, dass fast keine Komponenten am Kran gewechselt werden müssen. Die zweite große Herausforderung war die Erkennung der Ablegereife. Das ist der Hauptgrund, warum Faserseile bisher so wenig in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Und wir haben hier ein System entwickelt, was das sicher bewerkstelligt. Diese Richtlinie gibt den Kranherstellern und den Kranbetreibern die größtmögliche Rechtssicherheit. Bei der Entstehung von dieser Richtlinie hat Teufelberger entscheidend mitgewirkt und wir haben hier viel Know-how eingebracht, um das Vertrauen am Markt und bei den Kunden generieren zu können. Zusätzlich haben wir soLITE vom TÜV zertifizieren lassen. Das ist der Nachweis, dass das Seil der Maschinenrichtlinie entspricht und normkonform ist und ein CE-Zeichen hat. Die soLITE-Konstruktion kann im Vergleich zu einem Stahlseil in der Mehrlagenwicklung bis zur 10-fachen Lebensdauer erreichen. Wir haben also neben den Handling-Vorteilen ganz klare ökonomische Vorteile, weil wir sind der Meinung, dass ein neues Produkt und eine neue Technologie den Markt nur erobern kann, wenn sich sowohl ein technologischer Vorteil als auch ein ökonomischer Vorteil bietet. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Seilen, also seit meinem Studium. Und je mehr Ahnung du von was hast, desto mehr Freude bereitet es auch. Ich habe dann im Nachhinein festgestellt, dass bereits mein Großonkel schon mit Seilen zu tun hatte. Der hat an der Zugspitzbahn mitgebaut. Und manchmal denke ich mir, vielleicht liegt das mit Seilen auch in der Familie. Und auch je länger ich hier arbeite, desto mehr stelle ich fest, dass Seiler prinzipiell sehr sympathische Menschen sind. Ja, ich bin mit vielen in den Bergen unterwegs. Am liebsten klettern und wenn Klettern nicht geht, dann Skifahren, Mountainbiken oder Wandern. Und ich reise gern. Es war tatsächlich eigentlich so, dass das Projekt so spannend ist, das kriegst du in keiner anderen Firma auf der Welt. Weil die machen entweder Faserseil oder Stahlseil, aber es gibt fast keine Firma, die beides macht und dann auch so eng verzahnt ist, um sowas auf die Beine zu stellen, wie das so hat. Das ist wirklich einzigartig in der Branche.